Ich weiß nicht genau, was ich sagen soll, wenn ich einer Frau gegenüberstehe. Vielleicht kennst du das auch. Darüber reden wir nämlich in diesem Video. Denn genau das meinte letztens jemand zu mir aus unserer Facebook-Gruppe, mit dem ich im Kontakt war. Wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben. Er hat mir erzählt, er ist jetzt Anfang 30, kommt aus einer längeren Beziehung und will jetzt endlich wieder ein aktives Datingleben führen und Frauen kennenlernen. Und er meinte auch zu mir, Antonio, so wie ihr das macht, im Alltag auf Frauen zugehen, dort Frauen kennenlernen, finde ich mega geil, aber ich kann das nicht. Ich traue mich das einfach nicht, weil ich eben nicht weiß, was ich sagen soll. Ich habe Angst davor, dass ich dann vor der Frau stehe, meinen Mund nicht aufbekomme oder irgendwas Komisches sage, was dazu führt, dass eine unangenehme und peinliche Situation entstehen könnte. Und deswegen macht er es eben nicht, obwohl er im Alltag, das hat er mir gesagt, schon öfters Frauen sieht, die ihm gut gefallen. Und wie gesagt, bei ihm ist es so, er ist Anfang 30, die Zeiten sind vorbei, wo man mit seinen Jungs um die Häuser gezogen ist, um Frauen kennenzulernen. Der Freundeskreis bei ihm ist halt größtenteils vergeben, hat auch schon Kinder. Da geht nicht mehr viel und deswegen hat er halt insgesamt einfach wenig Kontakt zu Frauen. Und sein Ziel ist es, endlich sich auszuleben, regelmäßig Dates zu haben und auch Erfahrung nachzuholen, weil er ja sehr lange in der Beziehung war. Und dann meint er zu mir, Antonio, weißt du, was ich jetzt mache, um dieses Ziel zu erreichen, um mich endlich auszuleben? Ich werde mich online anmelden bei den Dating-Apps. Hatte er bis dato noch nie ausprobiert. Ich werde mir jetzt Tinder, Lavoo, Badoo, all diese Dating-Apps herunterladen, auch Premium-Abos abschließen, wenn es sein muss. Ja. Und da werde ich dann Frauen kennenlernen. Gesagt, getan, er hat sich dann die Online-Dating-Apps heruntergeladen, hat sehr viel Hoffnung ins Online-Dating gesteckt. Und wir sind dann auch im Kontakt geblieben über mehrere Wochen. Und so circa nach einem Monat hat er mir dann nochmal ausführlich von seiner aktuellen Situation berichtet. Und ich meinte dann zu ihm, und wie läuft's mit dem Online-Dating? Bist du deinem Ziel näher gekommen? Und da meinte er zu mir, total frustriert, Antonio, ganz ehrlich, das ist nichts. Da läuft einfach nichts. Ich hatte die ersten zwei Wochen noch so einen kleinen Boost. Da hatte ich sehr, sehr viele Matches, hatte auch zwei Dates mit Frauen tatsächlich. Aber die haben mir überhaupt nicht gefallen. Also die sahen nicht aus wie auf den Profilbildern. Die sahen dann im Real Life, als wir da einen Kaffee trinken waren, ganz anders aus. Und die waren auch komisch drauf. Also mit denen wollte ich jetzt keine Zeit verbringen. Und danach ging nicht mehr viel, hat er mir gesagt. Danach habe ich einfach mich zu Tode geswiped, wie ein Vollidiot, teilweise 4-5 Stunden am Tag. Aber es kam einfach nichts bei rum. Keine Matches, keine Nachrichten, keine Dates. Und das war für ihn halt dann auch sehr frustrierend, wo er dann auch zu mir meinte, ey, fuck, über das Online-Dating werde ich keine Frauen kennenlernen, wenn das so weitergeht. Das ist auch eine Sache, die sehr viele Männer kennen, ne? Und die wir auch immer wieder von den Männern, die sich bei uns auch fürs Coaching bewerben, hören, dass sie sagen, hey, Online-Dating, da kommt einfach nicht viel bei rum. Entweder hast du keine Dates oder du hast ab und zu mal alle drei Monate ein Date mit Frauen, die nicht gut zu einem passen. Und so war es halt eben auch bei ihm. Und man hat das schon gemerkt, das hat ihn schon extrem genervt und auch deprimiert, das Ganze. Er meinte dann auch zu mir, Antonio, wenn es so weitergeht, dann werde ich nie mein Ziel erreichen. Wann soll ich die Erfahrung nachholen? Ich werde jetzt in einem Monat 32. Ich will jetzt Dates haben mit Frauen. Ich will jetzt Spaß haben. Ich will mich jetzt ausleben. Aber übers Online-Dating wird das einfach nie klappen. Also er war da wirklich extrem frustriert von der Situation und er wusste dann auch, wenn ich jetzt nichts an dieser Situation ändere und einen anderen Weg finde, um Frauen kennenzulernen, dann wird sich auch nichts ändern. Da werde ich einfach nie regelmäßig Dates mit tollen Frauen haben. Und deswegen kam er dann nochmal zu mir, hat mir geschrieben, hey, weißt du was, Antonio, ich muss das jetzt einfach lernen. Ich muss jetzt lernen, auf Frauen im Alltag zuzugehen, weil die sehe ich ja auch noch. Also während er Online-Dating betrieben hat und da Hoffnung hatte, hat er ja im alltäglichen Leben weiterhin die Frauen im Alltag gesehen, aber konnte die Chancen nicht nutzen. Und deswegen meinte er zu mir, Antonio, weißt du was, ich trage mich jetzt für dieses Erstgespräch bei euch ein, lass nochmal genau über die Situation sprechen, da auch einen Fahrplan schmieden, ich will da jetzt Gas geben, ich muss da jetzt einfach Gas geben und dieses Problem lösen und lernen, auf die Frauen, die ich im Alltag sehe, die mir gut gefallen, zuzugehen und da meine Chancen zu nutzen, denn sonst wird das hier nichts. Ja, und das haben wir dann auch getan. Wir haben seine Situation nochmal genau erörtert und dann einen persönlichen Fahrplan entwickelt, den wir dann auch gemeinsam in die Tat umgesetzt haben. Und er ist Stand heute frisch circa zwei Wochen aus dem Coaching heraus, hat sich unglaublich gut entwickelt. Ich habe ihn jetzt letztens noch gefragt, und wie sieht's aus? Nutzt du eigentlich noch Tinder und Co? Und er meint er zu mir, nee, hör auf, alles deinstalliert, brauche ich nicht mehr. Denn sein Datingleben hat sich einfach in den letzten Wochen während der Coachingzeit um 180 Grad gedreht. Er kann jetzt auf Frauen zugehen, er überwindet sich spielerisch leicht, er weiß ganz genau, was er zu sagen hat. Dank unserem Leitfaden, den er dann in die Hand bekommen hat, weiß er jetzt ganz genau, wie man das Gespräch eröffnet, wie man der Frau ein Kompliment macht, wie man das Interesse weckt, wie man Smalltalk aufbaut, wann man Nummern austauscht, wie man Dates organisiert, etc. etc. Also er hat jetzt einfach einen genauen Plan, hat da auch eine Routine entwickelt und ja, lernt jetzt einfach so im Alltag Frauen kennen. Also er kann jetzt quasi die Chancen, die er vorher gesehen hat, auch tatsächlich nutzen. Das ist für ihn halt einfach super erleichternd. Wie gesagt, die Dating-Apps alle deinstalliert,
da hat er gar keine Lust mehr drauf. Wieso auch? Er kann jetzt einfach in der Stadt, wenn er Frauen sieht, auf die zugehen, weiß ganz genau, was zu tun ist und lernt so im Alltag Frauen kennen. Er hatte auch schon einige Dates, hat aktuell eine Bekanntschaft so am Laufen, lernt nebenbei auch noch neue Frauen kennen. Also genau das, was er wollte. Er kann sich jetzt endlich ausleben. Wenn du das auch möchtest, dann trag dich jetzt für unser kostenloses Erstgespräch ein. Der Link ist in der Infobox. Wir haben schon hunderten Männern dabei geholfen, ihr Datingleben endlich wieder in die eigene Hand zu nehmen und Frauen außerhalb von Online-Dating erfolgreich kennenzulernen. Und das Ganze macht ja auch irgendwie Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Denn hier draußen, vor allem jetzt im Frühling und auch im Sommer, wimmelt es nur so vor Chancen, Frauen kennenzulernen. Wenn man da einen genauen Plan hat, wenn man da ganz genau weiß, was zu tun ist, dann kann man locker und selbstbewusst auf Frauen zugehen, mit Frauen flirten, diese kennenlernen, Nummern austauschen und regelmäßig Dates vereinbaren. Also, vergeude nicht mehr deine Zeit auf den Online-Dating-Apps. Trag dich jetzt für ein kostenloses Erstgespräch ein. Da schauen wir auch über deine Situation, erörtern da einen genauen und persönlichen Fahrplan. Und wenn alles passt, setzen wir diesen auch in die Tat um, damit du noch diesen Sommer das Datingleben leben kannst, was du schon immer haben wolltest. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, hat dich auch ein Stück weit inspiriert. Der Link für das Erstgespräch ist in der Infobox. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Peace out.